Hallo, mein Name ist Michael Brahms. Ich bin der erste Vorsitzende des Rassegeflügelzugvereins Kleve und Umgebung. Wir sind hier auf der 70. Grenzlandgeflügelschau, verbunden mit der 75. Kreisverbandschau Kleve-Geldern, die wir in diesem Jahr auch nach unserem langjährigen Vorsitzenden Ernst Neulen Gedächtnisschau benannt haben. Wir haben in diesem Jahr Züchter aus Duisburg, Goch, Issum und Kleve, die eine Vielfalt von Tieren ausgestellt haben. Wir haben auf unserer Schau Enten, Gänse, Tauben, Hühner und Zwerghühner zu bewundern. In verschiedenen Rassen und Farbschlägen. Es waren 320 Tiere gemeldet. Ein holländischer Züchter musste noch absagen wegen Vogelgrippe und so weiter. Der ist dann nicht gekommen. Also sind auf der Schau 310 Tiere zu bewundern. Wo wir als Rassegeflügelzüchter immer wieder in den letzten Jahren mit zu kämpfen haben, ist erstmal vorrangig die Vogelgrippe, da immer wieder viele Schauen, diese zum Opfer fallen, die dann abgesagt werden wegen Stallpflicht und so weiter und es dürfen keine Tiere verbracht werden. Des Weiteren haben viele auch mit den gestiegenen Energiekosten und Futtermittelpreisen zu kämpfen, dann sagen viele, das ist mir einfach zu teuer geworden und hängen ihr Hobby an den Nagel. Das ist eigentlich eine Problematik, wo wir in der letzten Zeit sehr mit zu kämpfen haben. Wir sind immer wieder bereit, neue Mitglieder aufzunehmen. Ich hatte heute Morgen schon einige Gespräche wieder. Ein Aufnahmeantrag habe ich schon in meinem Wagen gelegt. Die haben sich definitiv schon angemeldet. Eine junge Familie, die wollten sich anmelden, weil die haben ein großes Grundstück und wollen ein paar Hühner halten und wollen dann, haben sich hier quasi schon eine Rasse ausgesucht und sich erkundigt, wo sie die bekommen könnten und so weiter und wollten dann auch auf mich zukommen. Mitglieder bei uns im Verein, die können grundsätzlich ihre Tiere impfen lassen. Es ist ja vom Gesetzgeber her vorgeschrieben, alle 12 Wochen gegen die Vogelgrippe zu impfen. Newcastle und diesen Impfstoff, den verabreichen wir an unsere Mitglieder. Und wenn sie eingetragenes Mitglied sind, kriegen sie den Impfstoff kostenlos. Falls jemand Interesse hat, Mitglied zu werden, auf unserer Internetseite stehen alle Adressen drauf und der Aufnahmeantrag kann dort auch ausgefüllt werden. Oder Sie können sich auch jederzeit telefonisch bei mir als ersten Vorsitzenden melden.